Nicola Lange und ich zeige heute mal eine Wahrsagemethode, die wirklich stimmt. Die meisten sind ja nur der reinste Betrug und das ist das Zitronenorakel. Ich habe hier eine Bio-Zitrone, ganz wichtig, die muss bio sein. Da habe ich zwei Schalen abgeschnitten, hier ein Stück und da ein Stück und hier habe ich ein Kreuz gemacht. Und das Ganze habe ich in 1 Liter Trinkwasser getan. Hier ist die Schale drin und jetzt kommt's. Jetzt werfe ich die Zitrone rein und stelle dabei eine Frage. Und wenn das Kreuz oben liegt, heißt das ja. Wenn das Kreuz unten liegt, heißt das nein. Ich stelle jetzt meine Frage. Schwupp. Und ja, unentschieden. Eindeutig unentschieden, denn die Zitrone schwimmt. Dieses Zitronenorakel ist absolut untrüglich und hat eine Wahrscheinlichkeit von 25%, dass es auch tatsächlich stimmt. Aber der Vorteil ist, es hat keine Risiken und Nebenwirkungen. Und jetzt könnt ihr das hier entweder gleich anfangen zu trinken, stehen lassen oder einfach mixen und habt einen wunderbaren frischen Zitronensaft. Wenn ihr mögt, könnt ihr den auch noch mit Ahornsirup zusätzlich süßen. Und habt eine tolle, super gesunde Brause, ohne Risiken, ohne Nebenwirkungen und ohne Geld an irgendwelche dubiosen Hellseher bezahlt zu haben. Viel Spaß damit! Das fertige Zitronenmischgetränk schmeckt stark säuerlich und unglaublich zitronig. Überhaupt nicht mit dem Getränk zu vergleichen, was nur mit Saft gemischt wird, weil die Bio-Schale eben unglaublich viel geschmackliche Power reinhaut. Und es auch richtig gesund ist. Die Schale hat nämlich interessanterweise 10-mal so viel Vitamin C wie der Saft. Deswegen lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Nehmt bitte keine Nicht-Bio-Zitrone dazu, denn dann würdet ihr die ganzen Schadstoffe jetzt in euer Getränk reinmixen und wäre, glaube ich, nicht so klasse. Ja, probiert's aus und gebt mir gerne eine Rückmeldung, wie es euch gefallen hat.